Ja, herzlich willkommen. Ihr seht hier Josef und meine Wenigkeit. Und zwar wollen wir euch vorstellen, was eigentlich hinter diesem Titel steckt: Extrem und Radikal. Ja, die Idee ist so entstanden. Immer wieder, wenn ich ein Gespräch bin mit Menschen, die mit dem Glauben nichts zu tun haben oder mit dem Gott der Bibel oder mit den Inhalten der Bibel, und dann plötzlich hören sie von mir, und das hat Josef sicherlich auch so erlebt, dass es schon sehr extrem ist oder gar radikal oder auch fundamentalistisch. Und wir haben gesagt, wir schnappen das einfach mal auf. Ja, vielleicht sind wir das auch so in manche Augen, oder vielleicht sind auch Wahrheiten, zu denen wir stehen, nicht sehr typisch, gerade in unserer Zeit. Und deswegen haben wir uns gedacht, wir wollen gemeinsam, ich durfte den Josef dafür gewinnen, immer wieder im regelmäßigen Abstand auch zu verschiedenen aktuellen Themen einfach Stellung beziehen. Mir persönlich geht es so, dass ich das Gefühl habe, dass viele Christen sich gar nicht mehr trauen mitzusprechen oder gar nicht mehr gefragt werden oder es völlig unwichtig ist, was wir überhaupt zu sagen haben. Und ich bin überzeugt, dass die Bibel ein Buch ist, was wirklich viel zu sagen hat und nach wie vor hochaktuell ist. Nicht umsonst glauben wir beide an diesen Gott. Und ich habe Josef gewinnen können als ein Mann, der auch viel im Gespräch ist mit verschiedensten Leuten, auch mit, die eine ganz andere Lebensauffassung haben als wir. Und ich denke, das wird eine gute Mischung sein. Ja, Josef, du weißt ja eigentlich noch fast gar nicht, was und so alles erwarte ich natürlich auch nicht, aber trotzdem schon mal jetzt vielen Dank, dass du dich hast damit reinnehmen lassen. Ich bin im guten Glauben gekommen und ich habe Vertrauen. Ja, das finde ich sehr gut, dieses Projekt, dieses Vorhaben, weil wir doch auch etwas zu sagen haben zu den Dingen aus einer anderen Sichtweise. Und das ist gerade das, was du angesprochen hast. Ne? Ja. Davon hängt nämlich vieles ab, je nachdem, mit welchen Überzeugungen der Mensch in die Welt hinaussieht. Je nachdem, ja, empfindet er alles, deutet er alles, versteht er alles. Und deswegen kommt oft der christliche Blickwinkel fremd herüber. Das ist ganz natürlich. Das, ja, kennt man von unterschiedlichen Kulturen. Und da ist es wichtig, dass wir uns darüber unterhalten und zeigen können, dass Christen sehr wohl Antworten haben auf diese drückenden Fragen des Lebens, die uns alle bewegen. Ne? Voll. Und hinter jeder Überzeugung, ne, wo man eine Schlagzeile liest oder wo es eine Podiumsdiskussion gibt oder einen Austausch oder Streams, steckt eine Überzeugung und auch eine moralische Überzeugung. Ein Blick auf die Sachen, wie man die Sachen überhaupt beurteilt und so weiter. Also es geht schon um Wert und so, und die Bibel kennt das auch. Und ich blende euch hier einen Vers ein, wir wollen das auch immer wieder tun, auch in unserem gemeinsamen Stream, die Bibel selber sprechen lassen, weil wir wissen, viele Menschen beschäftigen sich nicht mit der Bibel, kennen vielleicht irgendwelche Verse, die aus dem Kontext gerissen werden und uns dann vor die Füße geworfen werden als halt eben extrem und radikal. Und hier sehen wir zum Beispiel auch, wovon wir überzeugt sind, dass wenn man sich mit den Aussagen der Bibel beschäftigt, dann geht es wirklich darum, was das ganze Leben ausmachen sollte, nämlich Gott zu kennen und ihn zu fürchten. Und das wollen wir auch immer wieder auch ins Spiel bringen, weil wir lassen gerne die Bibel reden, damit die Menschen einfach erfahren, okay, dieser Gott, der kennt uns wirklich und kann uns durchleuchten, auch wenn wir vielleicht äußerlich ganz andere Sachen auch vorschieben oder unseren Intellekt oder unseren Stolz oder was auch immer sich in uns verbirgt. Und ich denke, das ist eine gute Möglichkeit, im Austausch zu sein. Und wir wollen ganz bewusst auch Leute dazu einladen, in diese Diskussion zu gehen. Ja, sich nicht zu scheuen, halt uns auch mal zu fragen, wie es denn wirklich auch steht um gewisse Sachen. Und ich durfte in letzter Zeit auch auf einem anderen Format hier Gäste haben, die eine ganz andere Glaubensansicht haben, und bin selber jetzt bald Gast, auch bei verschiedenen anderen Formaten, wo wir auch eingeladen werden. Josef kennt das auch. Und wir wollen halt gerade auch mit unserer Meinung zu Sachen, die gerade passieren, einfach ein bisschen so einen kleinen Beitrag leisten, vielleicht Dinge aus einer anderen Sicht zu sehen. Oft erlebe ich sehr schnell irgendwie Hass, Kommentare zu Sachen oder ja, irgendwie so gängige Meinungen, die man da einfach so streut. Kaum traut man sich irgendwie mal auch eine Gegenposition einzunehmen, oder man stürzt sich auf Sachen irgendwie, die dann irgendwie nicht nachvollziehbar sind und so. Und deswegen sind wir jetzt hier. Genau. Ja, man hatte ja auch gerade falsche, mit Vorurteilen behaftete Ansichten oder Meinungen, die die Ansichten von Christen betreffen. Und manche sind vielleicht richtig, manche vielleicht aber meistens auch nicht ganz differenziert betrachtet. Und damit kann man natürlich auch aufräumen, sollten wir auch aufräumen, damit, ja, es einfach klar ist, was die Bibel tatsächlich lehrt, was wir als Christen deswegen auch glauben, also bibeltreue Christen natürlich. Ja.
Ja, schreib mir auf jeden Fall nicht den Kontakt auch, weil manchmal ist man vielleicht auch, weiß man nicht, was man sagen soll oder wie man dazu Stellung nehmen kann, gerade auch mit dem Wertesystem, was wir aus der Bibel als wahr und als richtig, als absolut wahr, absolut richtig, ihr merkt, hier sind wir wirklich extrem und radikal, nehmen und trotzdem leben wir in diesem ganzen System, ja, wenn du es mal so nennen möchtest. Wir verstecken uns ja nicht, wir sind nicht irgendwie vergraben oder haben irgendwie ein kleines eigenes Dörfchen, sondern wir leben mittendrin, wo alle leben. Und ja, wir wollen einfach auch mal auch ein bisschen auch zeigen, wie es doch möglich ist. Auch wir sind auch hier aufgewachsen, wir haben nicht immer an Gott geglaubt, trotzdem mit diesen Überzeugungen der Bibel gut durchs Leben zu kommen und zu zeigen, es wirklich auch steckt ein bisschen mehr als einfach nur so ein blindes Vertrauen, obwohl das natürlich auch dazu gehört. Oder eben auch hier so Krücken zum Leben, ja. Ach, das wollen wir den Menschen gar nicht nehmen, ja. Das sollen die doch behalten, das um Himmels Willen. Die sollen doch glauben können, was sie wollen, wenn es ihnen hilft. Ja, das ist das eine natürlich, ne? Aber wir glauben nicht, dass es einfach nur, also wir glauben nicht, weil es uns gut tut, weil es uns irgendwie hilft, sondern wir glauben es, was die Bibel weiß, was die Bibel sagt, was Jesus dort lehrt und seinen Jüngern gelehrt hat. Dass das wirklich wahr ist und dass das Relevanz hat für jedes Leben, für jeden Menschen, aber ganz besonders zur Beurteilung der Dinge, die da draußen geschehen. Und ihr Zuschauer könnt auch euren Beitrag dazu teilen, in dem Sinne, dass ihr vielleicht, wenn euch ein Thema gerade ganz aktuell irgendwie interessiert und ihr merkt, okay, wir kriegen natürlich auch nicht immer alles mit, es sind ständig so viele Schlagzeilen, könnt ihr uns gerne einfach was zuschicken. Wir blenden nochmal unsere E-Mail-Adressen ein, dass wir so ein bisschen auch sammeln können, zu was wir vielleicht auch nochmal eine kurze Stellung machen können. Oder auch wenn Leute Interesse haben, auch mit uns mal ins Gespräch zu kommen. Wir sind wieder dafür auf jeden Fall bereit und vielleicht ergibt sich auch hier nochmal so eine Konstellation, wo ein oder mehrere Gäste mal auch dabei sind und wir dann auch unsere extremen und radikalen Meinungen teilen. Ja, Ja, und soweit. ich denke, wir ergänzen uns da auch sehr gut. Ich war ja hier und da mal mit dir schon in einem Stream. Und ich denke, das war eine gute Sache, richtig gute Sache. Ja, freue ich mich sehr drauf. Ich ebenso und möchte auch abschließen mit einer Sache, die wir wirklich sehr, sehr wichtig finden, weil jeden Menschen, den wir begegnen, wie gesagt, jemand, der sich auch traut, in die Öffentlichkeit zu gehen oder auch irgendwie von seiner Meinung viel hält, dahinter versteckt sich ja eigene Weisheit oder Weisheit, so würdest du es ja wahrscheinlich bezeichnen, was du auch als irgendwie dein Wissen und wie gesagt, hier wird es als Erkenntnis bezeichnet, definierst. Und wir sind überzeugt, dass wahre Weisheit natürlich damit anfängt, dass man Gott kennt und auch Gott fürchtet. Ja? Und hier fängt schon mal unsere erste Challenge an. Ist das so oder ist es nicht so? Und wir freuen uns auf dich als Zuschauer und willkommen zu den baldigen Streams. Gottes Segen.